Einen wunderschönen guten Tag aus Kanada. Hier ist der Andreas Popp mit dem Podcast Nummer 3, Finanzfragen, was tun. Ich möchte heute einen kleinen Part abwickeln, das ist das Thema Papier oder Sachwert. Der Unterschied, der ist eigentlich relativ schon klar, das ergibt sich schon aus der Begrifflichkeit, wobei wir nennen es ja auch gern Wertpapier. Und dieser Begriff Wertpapier besteht aus zwei Substantiven, Wert und Papier. Und in der heutigen Zeit gehen die beide leider sehr oft sehr getrennte Wege. Also wir haben also die Situation, unsere geronnene Arbeit, also unser Geld, was wir erarbeiten, aber eben nicht ausgeben, sondern zum Beispiel sparen für später oder die Gelder oder die Vermögen, die wir geerbt haben durch unsere Eltern, dass wir die in irgendeiner Form parken, um dieses Geld dann später mal auszugeben. Und das gibt es in zwei Möglichkeiten. Man kann es natürlich in Geldwerte oder in Sachwerte anlegen. Und genau das ist eins der wesentlichen Themen. Und gerade in der jetzigen Zeit ist das Thema Geldwert ein elementares Thema, weil wir hatten uns letztes Mal darüber unterhalten, wie die Geldmengenpolitik extreme Kapriolen schlägt, das heißt im Rahmen dieser Mikrobenkrise permanent neues Geld gedruckt wird, ohne dass interessanterweise sich die Preise exorbitant erhöhen, zumindest nicht in dem Verhältnis, wie das Geld gedruckt wird. Das hängt auf der einen Seite eben halt mit der immer stärker abbremsenden Geldumlaufgeschwindigkeit zusammen. Ich sprach darüber. Auf der anderen Seite ist es natürlich noch ein wesentlicher Faktor, weil die Umverteilungsmechanismen des Geldes im Rahmen der gesamten Weltwirtschaft natürlich exorbitante Maße erreicht haben. Das sind auch exponentielle Funktion. Was heißt das? Es gibt eben Zinserträge, die gefordert werden von bestimmten Personen, die über große Vermögen verfügen. Diese Zinserträge sind letztendlich wieder Schuldzinsen von denjenigen, die Gelder aufgenommen haben, also als Schulden aufgenommen haben. Und das führt natürlich zu diesem ständigen Umverteilungsschlüssel analog eines schwarzen Loches. Das kennen wir ja aus der Astronomie. Und in der Astronomie ist es auch so, dass ein schwarzes Loch so alles reinzieht, was da um die Ecke kommt. Und genauso ist es auch mit den gigantischen Vermögen. Wenn wir also einen Milliardär haben, der eine Milliarde hat, ist also mittlerweile schon ein sehr einfacher Milliardär. Aber eine Milliarde sind immerhin 1.000 Millionen. Und wenn man 1.000 Millionen anlegt, dann entspricht das einem Zinsertrag von ungefähr 130.000 Euro nach Steuern sogar, ich sage mal ein schlechter Zinssatz, und das pro Tag. Und 130.000 Euro Zinserträge pro Tag sind also ein bedingungsloses Spitzeneinkommen, welches ein Milliardär bekommt. Und wenn man jetzt viele Milliarden hat, sind das entsprechend mehr Gelder. Und glaubt mir, zu einem solchen Zinssatz verleiht der Milliardär gar kein Geld mehr. Die Einnahmen sind weitaus höher. Und wenn man weiß, dass einer alleine aus seinem Vermögen solche Summen herausziehen kann, weil das systemisch vorgegeben ist, dann bedeutet das, dass ganz viele Leute arbeiten müssen, um dieses bedingungslose Spitzeneinkommen des Umverteilungssystems eben zu finanzieren. Und diejenigen, die dann in diesem Reichtum tatsächlich sich schwelgen, das sind dann diejenigen, die sich dann teilweise auch noch Philanthropen nennen, weil sie sagen, ich bin ein guter Mensch, wobei das einfach erstmal gar nichts damit zu tun hat, sondern hier wird nur eine systemische Situation beschrieben. Wichtig ist jetzt gerade in dieser momentanen Situation des zu erwartenden Kollapses, dass wir uns mit dem Thema eines Lastenausgleichsgesetzes beschäftigen und vor allem damit mit einer Währungsreform. Und diese Währungsreform führt eben halt zur Vernichtung von Geldvermögen. Geld hat ja keinen Wert, sondern nur einen Preis. Und das Geld bekommt ja seine Wertigkeit nur eingehaucht, wenn bestimmte Regularien und Mechanismen, also eine seriöse Geldmengenpolitik, eben halt gefahren wird und keine unseriöse, wie wir es aus meiner Sicht zurzeit haben. Da wird die Wirtschaft gebremst durch eine sogenannte Mikrobe. Man erklärt uns, dass die Intensivbetten alle überfordert sind und es riesengroße Probleme in den Krankenhäusern gibt, was ja übrigens auch stimmt.
Allerdings hatten wir das die ganzen Jahre zuvor auch, bloß da hatte das noch keinen Namen. Corona, das ist jetzt der Name für die Probleme des Untergangs des Gesundheitssystems. Dabei ist dieser Untergangsprozess schon längst im Gange und schon seit vielen Jahren auch bekannt. Aber wir wissen ja, wie da gearbeitet wird. Kommen wir zurück. Man sollte, wenn man jetzt sein Vermögen gesichert hat, in Papierwerte, dazu gehören Lebensversicherungen, dazu gehören oft die Investmentfonds. Investmentfonds sind es dann vor allem festverzinsliche Wertpapierfonds, aber auch Aktien. Aktien werden sehr gern pauschal als Sachwert bezeichnet. Was heißt das? Da wird dann erklärt, man hat eine Aktie und da gehört einem Teil eines Unternehmens. Ich stehe also beispielsweise bei BMW vor einem großen Technologiezentrum, ein Riesengebäude, und ich habe Aktien im Wert von meinetwegen 10.000 Euro. Und jetzt sehe ich da oben in der obersten Etage des Gebäudes eine große Fensterreihe, sehr hochwertige Fenster. Und ich sage, die haben vielleicht 10.000 Euro gekostet. Da ich ja an dem Unternehmen beteiligt bin, gehören mir eventuell übertragen gesehen diese Fenster, die ich dort oben sehe. Wäre eine logische Denkweise. Nun guckt man aber rein in die Grundbücher. Das sind die Bücher, wo drin steht, wer der Eigentümer dieser Gebäude eigentlich ist. Und da stellt man dann fest, dass solche Unternehmen solche Gebäude verkauft haben, schon vor Jahren, und wieder zurückgeleast. Das bedeutet, das Gebäude gehört den Unternehmen gar nicht mehr. Durch dieses Sell-and-Lease-Back-Verfahren werden also oft auch Filetstücke von Unternehmen aus den Unternehmen herausgeholt, sodass die wirklich werthaltigen Strukturen eines Unternehmens oft gar nicht mehr im Unternehmen drin sind, selbst wenn das Schild noch draußen dran steht. Also man muss da sehr vorsichtig sein. Es wird da mit vielen Mechanismen auch gearbeitet, um zu suggerieren eine Wertigkeit, die einfach gar nicht da ist. Und wenn man dann auch noch weiß, dass die Unternehmen unter Druck stehen, gerade Aktiengesellschaften, weil dort Investoren eben halt drin sind, die Druck ausüben. Das sind große Kapitalsammelbecken. Wir kennen die Namen wie BlackRock und Goldman Sachs. Und die haben dann riesen Summen dort drin und die fordern Rendite, und wenn die Rendite nicht stimmt, dann werden die Aktienkurse durch Verkäufe in die Tiefe gerissen und dann bekommen natürlich auch die Vorstände und Konzernlenker nicht mehr so viel Bonifikation für ihre Leistung, wenn die Kurse runtergehen, weil damit suggeriert man ja automatisch eine Entwertung des Unternehmens. Das sind alles die typischen Mechanismen, die man so kennt. Man kann nicht pauschal sagen, dass die Aktien automatisch reine Sachwerte sind, wie es früher mal war, sondern lediglich einen Sachwert vermuten lassen. Ein Sachwert ist also eine Sache und die hat natürlich einen gewissen Wert, das ist ganz klar, während Geld überhaupt keinen Wert hat, sondern mehr oder weniger ein Schuldschein ist, ein Anrechtschein auf den Kauf von Waren. Übrigens steht das auf dem US-Dollar, auf dem sogenannten Greenback, auf der Rückseite drauf. Erstens steht drauf, nicht in Gold we trust, so war es früher mal, dass nämlich die Währung mit Gold unterlegt waren, sondern heute steht in God we trust. Also wir vertrauen auf Gott. Und es braucht schon ein ziemlich starkes Vertrauen und auch einen starken Glauben, um tatsächlich an dieses Geldsystem, und zwar egal wie es heißt, wie die Währung heißt, eben halt tatsächlich zu glauben und daran festzuhalten. Und wenn man dann guckt auf den Greenback auf der Rückseite, steht noch etwas drauf. Und das heißt, this note is legal tender for all debt, public and private. Zu Deutsch, dieses Wertpapier, dieser Papierschein, dieser Geldschein ist also ein Schein für alle privaten und öffentlich-rechtlichen Schulden, also ein Schuldschein. Also wir sollten vorsichtig sein und sollten uns immer wieder mit dem Thema Geld beschäftigen, und das Geld auf den Banken ist bei weitem nicht so sicher, wie man es uns suggeriert. Und wenn dann die Bankenkrisen kommen und sich dann beispielsweise Frau Merkel hingestellt hat, damals mit Herrn Steinbrück, und hat gesagt, wir garantieren, dass die Sparguthaben der Kunden auf den Banken sicher sind. Als ich das gehört hatte damals, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch dran, da war ich völlig erschrocken und habe gedacht, Himmel, warum greift jetzt keiner ein bei solch einem, bei einer solchen verfehlten Auskunft? Welche Funktion hatte denn Frau Merkel als Bundeskanzlerin und Herr Steinbrück damals als Bundesfinanzminister? Sie waren Vertreter des Volkes,
Zumindest werden sie so dargestellt. Sie sollen also das Volk vertreten. Es steht also mein Vertreter statt meiner Person selbst vor mir. Ich spreche also quasi zu mir selbst, bloß über meinen Repräsentanten. Und ich garantiere mir durch diese Aussage quasi meine eigene Sicherheit. Wenn Frau Merkel sagt, wir garantieren, dass dein Geld bei der Bank sicher ist, dann heißt das übertragen gesehen, dass ich mir ja selbst garantiere, dass die Guthaben auf der Bank durch mich selbst garantiert werden. Und daran erkennt man das Paradoxon. Und mich wundert, dass eine solche, aus meiner Sicht kann man das als arglistig, zumindest in der Täuschung, durchaus reinbringen. Aber nichts dergleichen passiert. Das wird sogar in allen Sendern übertragen und keiner stellt die einfachsten Fragen. In solchen kritischen Phasen, wie wir es jetzt haben, und die hatten wir schon öfters, da möchte ich jetzt gern auf das Jahr 1949 einmal zurückgreifen. Und zwar das Gesetz über den Lastenausgleich. Ich habe mal euch wieder eine kleine PDF dabei gefügt. Da könnt ihr bitte reinsehen. Da geht es einmal um das Thema der Papierwerte. Und da finden wir als erstes, welche sind gefährdet? Das sind die Lebensversicherung. Zum Thema Lebensversicherung werde ich in der nächsten Sendung nochmal eine eigene Abhandlung machen, weil da möchte ich auch kurz auf die betrieblichen Altersversorgung eingehen und die Lebensversicherung ein wenig genauer bewerten, weil zu viele Menschen davon betroffen sind und ich jeden Tag dazu Anfragen bekommen. Das zweite ist dann eben halt die Investmentfonds oder eben halt die Rentenfonds mit völlig überbewerteten Aktienmärkten. Das ergibt sich natürlich aus dieser hohen Geldmenge, die ohne entsprechende sachliche Wertigkeit, also ökonomische Mehrwertschaffung tatsächlich einfach explodiert. Wir denken an die vielen Leute, die momentan Corona-Maßnahmen bekommen. Das Geld ist ja mit keinem Wert unterlegt. Im Gegenteil, die Wirtschaft bricht zusammen und die Geldmenge wird stattdessen noch antizyklisch explosionsartig erhöht, was man dann als neue Schulden bezeichnet. Also das ist eben halt wichtig. Und die dritte Säule ist eben halt die Gelder auf Banken, die doch nicht so sicher sind, wie man es propagiert. Also da werden eben halt auch Bilanzen in einer bestimmten Form sehr sportlich auch bewertet bei den Banken. Und das ist interessanterweise erlaubt. Also wir wissen ja, dass wir auch gerade eine Art Insolvenzverschleppungsmaßnahme vom Bund angeordnet bekommen haben. Die Unternehmen, die also pleite sind, müssen sich gar nicht alle pleite melden, sondern sie können einfach ihre Insolvenz, ihre Situation, ihre schwierige finanzielle Situation einfach verheimlichen und weiter als vollwertige Marktteilnehmer agieren. Und das heißt, dass viele gesunde Unternehmen nicht erkennen können, ob der Partner, mit dem ich arbeite, überhaupt finanziell gesund ist oder ob er nicht schon längst zum Insolvenzrichter hätte gehen müssen, so wie es unter normalen gesetzlichen Maßnahmen natürlich eben halt vorgeschrieben ist und jeder, der das nicht macht, sich strafbar macht. So wird also diese strafbare Handlung nicht nur, ich sage mal, geduldet vom Staat, der ja eigentlich das Recht vertreten sollte eines Rechtsstaates, sondern es wird regelrecht forciert. Also es sind atemberaubende Entwicklungen, mit denen wir hier gerade zu tun haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Dadurch sind unglaublich viele weitere Unternehmen infiziert worden, weil sie mit kranken Unternehmen Geschäfte betreiben und dadurch selbst in die Insolvenz geraten. Und wenn das weiter so geht, also wir können heute schon sagen, dass ein Viertel sämtlicher Unternehmen in Deutschland eigentlich Konkurs sind und eigentlich Konkurs anmelden müssten. Und wenn man sich überlegt, dass hinter jedem dieser Unternehmen Mitarbeiter und Familien und Schicksale hängen, dann kann einem ganz anders werden. Nun geht es mir aber nicht darum, jetzt hier eine Panik zu verursachen, sondern ich möchte einfach nur erklären, dass diese ganzen Strukturen im Verhältnis zu dieser extrem wachsenden Geldmenge zu einer extremen Spannung führt und das regelt man dann über eine Währungsreform. Sehr verkürzt, auch nicht jetzt sofort, sondern es gibt da verschiedene Phasen, die man da noch haben wird, bevor es dann soweit kommen wird. Aber dann ist damit zu rechnen, wie auch immer die stattfinden könnte. Eventuell über das digitale Geldsystem, dass man damit eine Neubewertung der Kaufkraft einhergehen lässt. Ich möchte gerne die zweite Folie jetzt ansprechen, Gesetz über den Lastenausgleich. Das findet ihr dann in dieser PDF. Guckt euch das bitte einfach mal an. Ich habe den Paragraph 15 Sparerschäden. Das ist aus dem Jahr 1949, aus einem alten Vortrag, den ich mal
vor Jahren schon geführt hatte, den habe ich einfach hiermit rausgeschnitten und damit reingepackt. Absatz 1 des Paragraph 15 sagt aus, kann jeder in Ruhe nochmal nachlesen, ein Sparerschaden ist die Minderung des Nennbetrages von Sparanlagen, die dadurch eingetreten ist, dass die Sparanlagen bei der Neuordnung des Geldwesens im Geltungsbereich des Grundgesetzes einschließlich Berlin-West im Verhältnis 10:1 oder in einem ungünstigeren Verhältnis auf deutsche Mark umgestellt worden ist. Dieses Ding hat wirklich in sich, dieser Satz, weil einmal ist hier schon mal etwas historisch Spannendes drin, was hier nebenbei nochmal offenbart wird, dass es das den Geltungsbereich des Grundgesetzes gab damals und dann gab es nochmal zusätzlich Berlin-West. Das heißt, Berlin-West unterliegt eben nicht dem Geltungsbereich des Grundgesetzes in dieser Form. Deshalb hat man separat erwähnt. Man hat ja auch nicht gesagt, Geltungsbereich des Grundgesetzes plus Nürnberg, sondern man hat eben halt einschließlich Berlin-West. Sicher, das lag exterritorial gewissermaßen im Raum der DDR, aber es ist wichtig auch dieses Thema, weil Berlin ja unter diesem Vier-Mächte-Abkommen lag und vermutlich liegt. Und dass hier auch ein paar historische Zusammenhänge deutlich werden für die, die es interessiert, die können das sofort zuordnen. Aber was hier interessant ist, ist auch, dass die Sparanlagen bei der Neuordnung des Geldwesens im Verhältnis 10:1 oder in einem ungünstigeren Verhältnis auf deutsche Mark umgestellt worden ist. Also damals, 1949, hatten die Menschen alte Reichsmark und die wurden umgestellt und dann 10:1 oder ungünstiger. Was heißt denn das? Entweder 10:1 oder 10:5 oder 10:3. Was heißt dieser zweite Teil ungünstigeres Verhältnis? Und hier möchte ich gerne mal etwas klarstellen, was vielen Menschen eben nicht so klar ist. Eine Währungsreform, das glauben viele, führt zu einer Entschuldung. Das stimmt, aber nur zu einer Entschuldung der Staaten, nicht zu einer Entschuldung der Privathaushalte. Ich kenne zu viele Menschen, die sagen, wir haben gerade einen günstigen Zinssatz, ich kaufe dafür mir jetzt eine Immobilie und dann habe ich ganz viele Schulden und wenn dann die Währungsreform kommt, dann sind die Schulden gestrichen, aber die Hütte bleibt. Das glauben tatsächlich sehr viele Menschen und das ist natürlich unwahr und dieses Unwahre wird auch noch fast forciert und das ist für mich eine falsche Beratung, eine falsche Information, weil eine Währungsreform immer führte zu einer Aufwertung der Schulden und nicht zu einer Abwertung der Schulden. Also nach einer Währungsreform sind die Schulden höher als vor einer Währungsreform bei den Privatbürgern. Und um dieses Erhöhungspotenzial bei den Privatbürgern, das ist der Bereich, um den sich der Staat dann entschuldet. Und insofern ist der Staat tatsächlich dann schuldenfreier als vorher, aber zu Lasten der Aufschuldung der Privathaushalte. Das ist wirklich wichtig. Ich möchte ein Beispiel nennen. Nehmen wir mal an, jemand hat 100 Euro auf einer Sparkasse und ich habe auf einem anderen Konto bei einer Volksbank 100 Euro minus. Das heißt, ich habe zwei Konten, eins mit 100 Euro plus, das andere mit 100 Euro minus. Und jetzt wird eine Währungsreform kommen und da würden wir sagen, die Guthaben werden 10:1 und die Schulden beispielsweise halbiert. Dann sagen viele, oh, das ist ja interessant. Das heißt, jetzt würde aus den 100 Euro Guthaben, würden jetzt 10 Taler entstehen, wenn die neue Währung Taler wäre. Und aus den 100 Euro Minus würden jetzt bei einer Halbierung 5 Taler Schulden werden. Das bedeutet, 5 Taler sind natürlich weniger als 10 Euro als Ziffer. Aber wenn ich vorher meine Situation betroffen gesehen habe, 100 Euro Guthaben Sparkasse und 100 Euro Minuskontostand bei der Volksbank, da war ich natürlich im Saldo null. Ich hatte also keine Schulden und kein Guthaben. Im Nachhinein habe ich aber eben halt aus dem Guthaben nur noch 10 Guthaben an Talern und 50 Schulden auf dem anderen. Mit anderen Worten, die Differenz ist plötzlich 40. Ich habe plötzlich 40 Schulden und hatte vor der Währungsreform eben halt 0 Schulden, auch 0 Guthaben. Mit anderen Worten, meine Schulden haben sich durch diese Art der Währungsreform, wie ich sie jetzt hier einfach mal beispielsweise dargestellt habe, das entspricht jetzt nicht der 49er-Regelung, sondern um die Zusammenhänge systemisch klarzustellen.
Kommen wir zum Paragraph 15 Absatz 2. Das ist die nächste Folie, die ich beigelegt habe. Und da sehen wir mal einfach, welche Sparanlagen im Sinne des Absatzes 1 sind gemeint, die nämlich entwertet wurden, nämlich 10:1 oder ungünstiger. Das bedeutet, Sparanlagen im Sinne des Absatzes 1, das sind also die Geldanlagen, die entwertet wurden. Das waren einmal die Spareinlagen. Also Spareinlagen bei der Bank, Postspareinlagen, Bausparguthaben. Das Geld war dann eben halt entwertet. Ganz oder halb oder Viertel, wie auch immer, auf jeden Fall wurde es entwertet in der Kaufkraft. Zweitens, Pfandbriefe, Rentenbriefe, Kommunal- und andere Schuldverschreibungen. Das sind also öffentliche Schuldverschreibungen, die man kaufen kann, festverzinsliche Wertpapiere, wofür man damals ganz gute Zinsen bekam. Heute muss man schon Zinsen drauflegen und trotzdem wird das noch gekauft. Das ist für mich manchmal wirklich kaum zu fassen, was die Menschen sich da so antun. Drittens, Schuldverschreibungen und verzinsliche Schatzanweisungen des Reichs. Wir kennen das, diese Bundesobligationen heißen die heute, damals, 1949 noch im Deutschen Reich. Deshalb steht hier noch nicht die Bundesrepublik oder Deutschland, sondern die Schuldverschreibungen und verzinsliche Schatzanweisungen des Reichs. Es waren auch Ansprüche auf Vorzugsrente davon betroffen oder Industrie- und gleichartige Schuldverschreibungen. Heute nennt man so etwas dann liebevoll zum Beispiel Genussscheine. Das heißt, es ist ein Genuss, in solche Scheine zu kommen. Viele Industrien, viele Unternehmen finanzieren sich nicht mehr aus Krediten über Banken, sondern sie legen festverzinsliche Wertpapiere auf, sogenannte Schuldverschreibungen, und leihen sich von Privatbürgern über Investmentfonds oder irgendwelche anderen Kapitalsammelbecken Geld und zahlen das Geld dann aus den Gewinnen des Unternehmens wieder zurück. Das Problem ist natürlich, wenn dann irgendwann das Unternehmen in Schwierigkeiten kommt, dann haben die Anleger des Geldes keine Möglichkeit, auf das Unternehmen direkt in Form von Sicherheiten zurückzugreifen, sondern gehen dann eben halt meistens leer aus. Aus diesem Grunde machen das eben halt viele Unternehmen, sich über diese Schiene eben zu finanzieren. Also was hier ganz klar wird, ist Folgendes. Alle Geldanlagen, ob Spareinlagen bei der Bank oder Pfandbriefe beim Bund, also alles, was festverzinslich ist, oder auch die industriellen oder Schuldverschreibungen von Industrien. Es wird dann suggeriert, dir gehört ein Teil der Industrie. Das ist quasi wie eine Aktie zu sehen. Nein, das ist es nicht. Eine Aktie verbrieft mir zumindest ein Eigentumsanteil an einem Unternehmen. Aber ein festverzinsliches Wertpapier in Form einer Schuldverschreibung tut das eben halt nicht. Und aus diesem Grunde ist es so unglaublich wichtig, sich zu überlegen, ob man sich von diesen bestimmten Unternehmen oder auch von diesen Geldanlagen, von diesen Systemen des Geldes und der festverzinslichen Wertpapiere löst. Darunter unter 5 Ansprüche aus Lebensversicherungsverträgen, der werde ich dann vermutlich morgen oder übermorgen, ich glaube morgen gehen wir auf das Thema oder übermorgen auf das Thema Altersversorgung nochmal zu. Mir ist eines wichtig. Diese Gelder, die wir haben, wenn jemand sagt, da sind irgendwelche Gelder garantiert, garantierte Zinsen, Total Return, das heißt also, das Geld wird 100% zurückgezahlt. Diese Rückzahlungsgarantien sind immer nominale Werte und sagen leider über die Kaufkraft nichts aus. Wichtig, 1923 waren 1000 Mark damals weitaus mehr wert als 1924, als die große Währungsreform war. Damals konnte man eben halt 1923 oder 22 noch für 100 Mark richtig etwas kaufen, Waren und Dienstleistungen. 1924 ging die Mark damals in eine Währungsreform, in einer Hyperinflation, und jeder Bürger bekam für 4,2 Billionen Mark einen US-Dollar. So weit ist das hochgeschossen. Und was nützt es dann, wenn ich in einer solchen Situation bin, dass ich eben halt Milliarden und Billionen ausgeben muss, um ein Brot zu kaufen? Da gibt es die berühmte Geschichte von einer Frau, die mit einem Handwagen und hat auf diesem Handwagen Milliarden an Geldscheinen drauf liegen, in Bündeln gepackt, und hat sie draußen vor die Bäckerei gestellt, diesen Handwagen mit dem Bargeld oben drauf, ganz offen.
und ist reingegangen, hat den Wagen unbeaufsichtigt draußen stehen lassen, so wenig Wert hatte das Geld, und ist reingegangen in die Bäckerei und hat gefragt, ob sie für eine Wagenladung voller Geld ein Brot kaufen könnte. Und der Bäcker hat es dann abgelehnt. Und als diese Frau wieder rauskam, da lag das ganze Geld auf der Straße. Jemand hat nämlich den Wagen umgekippt und das Geld ausgekippt und hat diesen Handwagen geklaut und ist damit abgehauen. Soweit zum Thema, was ist eigentlich Geld wert? In diesem Sinne wieder ein kleiner Schritt dafür, die Zusammenhänge von Geld und Wert ein bisschen genauer zu hinterfragen. In diesem Sinne, morgen oder übermorgen geht's weiter mit dem Thema Altersversorgung, und dann wird's auch noch richtig konkret, indem ich auch mal erkläre, was ist ein Investmentfonds und wie funktioniert so etwas denn überhaupt? Ganz einfach, um dann in die eigenen Prozesse zu kommen, ganz langsam stückweise, um die Zusammenhänge zu verstehen und die eigene Beratung durchzuführen. Niemand braucht mich als Berater, noch sonst jemanden als Berater. Der beste Berater, den man hat, der ist man immer selbst. Der ist also immer für einen da. 24 Stunden rund um die Uhr. Selbst nachts, wenn man aufs Klo muss, man guckt kurz in den Spiegel, der Berater ist wieder da. Also darauf sollten wir bauen. Wir müssen lernen, unsere Sachen und unsere Geschicke selbst zu lenken. In diesem Sinne, euch einen schönen Resttag. Bis bald. Ciao, ciao.